ich gehe aus meinem Zelt und ich falle wieder der Länge nach hin. Ich denke mir, das ist nicht normal. Und mir war so ganz komisch, wummerig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe nicht mal meine Brille mitgenommen. So, ja, ich bin dann zur Straße gerobbt, habe mich am Auto hochgezogen, geguckt, ob kein Auto kommt auf der Straße, mich auf die Straße fallen lassen, nur meinen Fall abgefangen und drüben ging das nächste Auto, habe mich da festgehalten, bin dann wieder zu Boden und dann habe ich unter Tränen jemanden gebeten, mir doch bitte einen Notarzt zu rufen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Stimme der Straße. Heute mal ein etwas anderes Video mit Pille. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir mit Pille ein Video gedreht. Seit dem Video ist viel passiert. Willst du mal den Leuten erzählen, was seit dem Video passiert ist? Ja, gerne. Also ich bin in die Entgiftung gefahren, in Greifswald. Das lief auch anfangs alles ziemlich gut. Ich war dann irgendwann auf 3 Milligramm Polamedon runter, nicht Milliliter, Milligramm. Und habe dem Arzt gesagt, es ist unaushaltbar, so, ob er mir nicht was dazugeben kann. Lyrica, Diazepam, was vollkommen normal ist an dem Punkt bei einem Entzug. Wollte er nicht machen, hat gesagt, ich kann ihn in die Substitut wieder hochsetzen. Mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ich wollte Samstag schon gehen, ich habe bis Montag gewartet, weil ich mit dem Arzt das klären wollte. So, und dann habe ich gesagt, dann machen Sie die Entlassungspapiere fertig. Ich kann Ihnen eine Lyrica, kann ich Ihnen ja schon geben. Ich so, ey, verarsch mich nicht, mach die Entlassungspapiere fertig, ich mach das selbst. So, ja, und dann bin ich gegangen. Na klar ist mein Konsum dann im ersten Moment erstmal hochgeschraubt, so, aber im Großen und Ganzen, es hat zwar gedauert, aber, und ich bin sehr stolz darauf, ich habe auf der Straße mit Heroin aufgehört, mit Kokain aufgehört, mit der Nadel aufgehört. Während alle um mich rum gespritzt haben und ihr Turkey war weg, saß ich da bei 30 Grad und habe gefroren. Und als ich meinte, mir geht's so scheiße, sagt mein Kollege, selber schuld, du wolltest es schlucken. Ich habe nur noch Substitut genommen, nur noch Substitol oder wenn es nicht ging, dann Polamedon. Habe halt eigentlich darauf gewartet, in die Therapie zu kommen. Ich hake mal kurz rein. Und zwar, ich hätte eine kurze Frage. Du warst ja in Greifswald, ja? Ja. Wie bist du von Greifswald nach Berlin gekommen? Mit der Bahn. Du bist einfach in die Bahn gestiegen. Hast du da als Ziel schon angepeilt, nach Berlin zu gehen, oder? Ja, das war das Nächste, was dran war. Ich habe überlegt zwischen Berlin und Hamburg. Da bin ich straight durch nach Berlin gefahren. Da haben sie mich dann total gerippt. Alles weg, Handy weg, Haarschneidemaschine weg. Die war noch nicht mal ausgepackt. So traurig. Konnte ich auch dann gar nicht mehr erreichen. Da war komplett Funkstille zwischen uns beiden erstmal. Ja, mit allen. Voll schlimm. So, ich bin dann im Druckraum, habe mich da angebunden, sag ich mal, also eine Anbindung gesucht, nicht wirklich festgebunden, so Sozialarbeiter und so. Und dann kam der Kontakt zu meinen zwei Engel für Charlie, die ja mittlerweile 3 Engel für Charlie sind, ich habe ein Zelt bekommen, wo ich dann nur noch darauf gewartet habe, auf Therapie zu kommen, bin ich erst krank geworden, Magen-Darm, habe dann fast 2 Wochen nichts gegessen. Und habe angefangen, Bananen zu essen. Eine Banane am Tag, dann 2, 3, dann 4. Ich habe schon 5 Bananen. Ich war schon fast wieder auf der Höhe. Und auf einmal gehe ich aus meinem Zelt raus und falle der Länge nach hin. Ich wollte pinkeln. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich habe halt Lyrica und Diazepam habe ich mir geholt. Ja, das hat halt, das war ganz gut so. Dadurch konnte ich halt mit Kokain ganz gut aufhören. Ab und zu habe ich auch gekifft, aber gut, den Anfang jeden Tag, aber hat sich dann wieder so ausgeschlichen. So ab und zu mal ein bisschen ein 5er geraucht oder so. Und ich dachte mir, okay, weil ich habe immer Pause gemacht mit dem Lyrica, dass ich davon nicht abhängig werde. Und da war gerade Pause. Dachte ich, vielleicht kommt das davon. Am nächsten Tag, ich gehe aus meinem Zelt und ich falle wieder der Länge nach hin. Ich denke mir, das ist nicht normal. Und mir war so ganz komisch, wummerig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe nicht mal meine Brille mitgenommen. So, ja, ich bin dann zur Straße gerobbt, habe mich am Auto hochgezogen, geguckt, ob kein Auto kommt auf der Straße, mich auf die Straße fallen lassen, nur meinen Fall abgefangen und drüben ging das nächste Auto, habe mich da festgehalten, bin dann wieder zu Boden und dann habe ich unter Tränen jemanden gebeten, mir doch bitte einen Notarzt zu rufen. Er fragt noch so, ist das dein Ernst? Ich so, ja. Und dann kam der Notarzt. Ich meine, so, hier, tut mir leid, ich kann nicht laufen. Und die haben mir dann
haben mir dann geholfen, dann kam ich auf die Liege, bin ich erst ins Urban-Krankenhaus. Da habe ich dann ZVK bekommen in die Leiste, weil irgendwo mehr möglich war. Da sind übrigens, ich hatte das erste Mal geile Klamotten, Dolce & Gabbana Jacke und Philipp Kleine Hose. Scheiß auf die Marken, aber ich hatte mal was. Ich hatte mal was, was Tolles war. Und das ist irgendwie da weggekommen. Aber egal, dann bin ich nach Friedrichshain verlegt worden. Und 2 Tage später bin ich ins Deutsche Herzzentrum Berlin verlegt worden. Am nächsten Morgen um 7 Uhr wurde ich verhaftet, wollte ich gerade sagen. Operiert. Wurde ich operiert, so ja, also das war wohl dringend, so schnell kriegt man keine Herz-OP im Deutschen Herzzentrum. So, das war knapp, hat der Arzt gesagt, und der kam auch eindringlich an, also das ist wohl, die war, wie gesagt, vereitert, die Herzklappe, das war wie ein Abszess, das ist wohl irgendeine Bakterie, die auf der Haut sitzt, die habe ich mir wahrscheinlich im Blutkreislauf geholt durch Spritzen. Ja, ich darf jetzt nicht mehr spritzen, bla bla bla, so habe ich mich noch voll mit dem gestritten. Ich so, ey, ich habe 1 Monat jetzt aufgehört, so, ne? Ich fasse das nicht mehr an. Ich gehe hier nach in Therapie. Ich wäre schon in Therapie, wenn ich diese Scheiße hier jetzt nicht hätte und. Und ich muss jetzt hier noch bis zum 27. bleiben, Antibiotika nehmen, 6 Wochen insgesamt. Wie war es denn dann? Du warst ja in Greifswald. In Greifswald hast du ja komplett nicht gespritzt, ja? Nein. Und in Berlin auf der Straße hast du auch komplett kein Heroin genommen, also sprich gar nicht gespritzt? Erstmal schon, aber okay. Zum Schluss dann nicht mehr. So 1 Monat ungefähr, bevor ich ins Krankenhaus bin. In dem Monat, bevor ich ins Krankenhaus bin, habe ich 2 Mal Kokain und 1 Mal Heroin genommen. Muss schon irgendwann in der Vergangenheit gewesen sein. So schnell geht es nicht. Okay, krass. Aber haben die das in Greifswald nicht gemerkt, dass da was nicht stimmt? Ich hatte doch einen Hämoglobinwert von 3,3. Die haben mich dann auch in Not in die Uniklinik einweisen lassen, habe ich 1 Liter Blut bekommen. Da bin ich ja schon fast gestorben. Und halt, dass meine Lunge scheiße aussieht. Die hatten ja Angst, ich habe Tuberkulose, habe ich nicht. Die ist einfach nur so vernarbt. Und jetzt war halt mein Herz vereitert und meine Lunge auch. So, jetzt habe ich da eine Schweineherzklappe drin. Meine Werte sind super, Leberwerte sind super, Infektionswerte sind super rückläufig. Also es gab schon drogenabhängige Patienten, bei denen waren dann die Infektionswerte kamen immer wieder und so. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. So, ich kann hier voraussichtlich jetzt am 27., 28. raus. Wir haben eine Klinik gefunden, Entgiftung, die Doppeldiagnose behandelt. Weil in Greifswald, als ich meinte, wenn die Opiate weg sind, brauche ich meine Mittel gegen die Schizophrenie. Und als Antwort kam, ja, wenn Sie Suchtdruck haben, dann. Ich so, ey, wer redet hier denn von Suchtdruck? Die haben das total unterschätzt, dass ich wirklich schizophren bin. Die haben mir das nicht geglaubt. Die haben gedacht, ich erzähle das, damit ich Pillen abgreifen kann. Die haben nicht mal den Arztbrief angefordert. Aber das machen wir jetzt richtig. Wie gesagt, meine Mutter ist hier aus London. Dann habe ich da noch 2 Freunde. Die habe ich auch Vollmachten gegeben. So, wir gehen da zu einem Termin hin, zu einem Krankenhaus. Dafür darf ich hier extra weg. Das haben wir mit der Ärztin schon geklärt. Die Ärztin hat das klar gemacht, dass eine Substitutionsärztin draußen die Einweisung schreibt. Die geht meine Mutter auch abholen. Meine Mutter macht halt so Botengänge, so. Die macht total viel für mich, ja. Die musste ja die ganzen 8 Jahre lang zusehen, wie ich dann der Scheiße bade und ich mir nicht helfen lassen wollte oder sie mir nicht helfen konnte. Und jetzt, wo sie mir helfen kann, ist sie sofort da. Die beste Mutter der Welt, ja, was diese Frau gerade für mich tut. Unglaublich, ja, das werde ich nie vergessen. Respekt, wir hatten ja immer ein gutes Verhältnis, wenn wir zusammen waren. Aber Respekt auf jeden Fall an deine Mama. Schöne liebe Grüße an sie. Wenn ich vielleicht ein bisschen müde aussehe, ich habe mein Schlafmedikament schon genommen. So, ja, aber alles gut noch. Auf jeden Fall ein Riesenrespekt an deine Mama-Pille, dass sie dich trotz all dem, was passiert ist, nicht vergessen hat. Ja. Im Gegenteil. Ja, sie hat bestimmt die Hölle durchgemacht, das Ganze mitzubegleiten und das zu sehen und vor allem ihrem eigenen Kind nicht helfen zu können. Ja, sie hat das halt, die ganzen Videos hat sie sich nicht angeguckt und Fernsehen hat sie auch nicht gesehen. Aber sonst, wie würdest du sagen, Pille, es sieht momentan auf jeden Fall gut aus und es geht wieder bergauf, oder? Ich habe das in Greifswald nur nicht geschafft, weil der Arzt falsch medikamentiert hat. Ich habe hier mit Ärzten gesprochen, die haben gesagt, das ist nicht normal. Wenn ich in der nächsten Entgiftung, in der letzten Woche was nebendran kriege, dann mache ich das zu 100%. Der Wille ist ja da. So, ich habe es halt nur nicht mehr ausgehalten, den Entzug. Und ey, der hat den Entzug gemacht mit 3x50 Seroquel und 4x1000 Milligramm Novamin. Novamin hilft nicht gegen Entzugsschmerzen. Und 3x50 Milligramm Seroquel,
Damit kann man keinen Heroinentzug machen. Googelt das mal. Frag mal einen Arzt. So, ja, das geht nicht mit diesen Medikamenten. Ja. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, ein Krankenhaus gefunden und hoffen. So, die versteifen sich natürlich jetzt auf das Krankenhaus. Ich habe gesagt, ey, denn die haben uns hier erst nach 2 Wochen gesagt, dass wir selber die Entgiftung suchen müssen. Ich dachte, das machen die Ärzte. Ich habe das mit den Ärzten so geklärt. Okay. Habe ich gedacht, aber offensichtlich halt nicht. Deswegen stehen wir ein bisschen unter Zeitdruck. Aber ja, wir haben ein bisschen Zeit aufgeholt jetzt, dadurch, dass die Ärztin hier so kooperativ ist. Die sind ja alle auf meiner Seite. Der Empfang hat mitbekommen, dass ich mir eine Sprachnachricht angehört habe, wie eine meiner Freundinnen da, die mir helfen, im Herzzentrum angerufen haben, ob das normal ist, nur weil jemand ein bisschen abseits der Gesellschaft steht, den derart respektlos zu behandeln und willkürlich und persönlich zu beleidigen. Es ist da alles vorgekommen, ja. Und der hat dann gesagt, hier brauchst du dir keine Gedanken machen. Der hat die Stationsleitung angerufen und gesagt, hier, der hat Angst, dass er hier nicht wie ein Mensch behandelt wird, weil das vorher so war. Die meinte, nö, der ist ein ganz normaler Patient wie jeder andere auch. Und das merkt man definitiv. Die Ärztin hat mir sofort was gegen Suchtdruck aufgeschrieben, also das Psychische. Das haben die im alten Krankenhaus gar nicht gemacht. Du musst dir mal vorstellen, dass ich von jetzt auf gleich auf Null gesetzt werde und dann auch noch eine Spritze Fentanyl kriege, ja, wo ich vorher gesagt habe, wenn ihr mir das gebt, haut ihr meinen Pegel so hoch, dass ihr mir was gebt, um mich aufzufangen, dass ich davon entzügig werde, dann bei meiner normalen Dosis. Da brauche ich dann, das um was abzufedern. Ja, geben wir. Dann sollte ich 4 Gaben kriegen in der normalen Station, wo ich dann hin bin, nur 2 Gaben und das 4 Striche morgens, 4 Striche abends, das konnte nichts werden. Ja. Nach einer Woche hat er mir dann endlich 8 Striche morgens, 8 Striche abends gegeben. In Greifswald kann ich mir vorstellen, dass sie nicht oft solche Fälle betreuen. Hast du dich da verstanden gefühlt in Greifswald? Ja, auf jeden Fall, aber Greifswald ist alte Geschichte. Wie sieht denn dein Plan danach aus? Oder würdest du jetzt in eine Entgiftung gehen? Hast du dir dann auch Gedanken gemacht, genau, in eine Langzeittherapie zu gehen? Genau, der Platz ist da, die Genehmigung ist da, die warten theoretisch nur noch auf mich. Super, das freut mich. Weil am Anfang hatten wir das Gespräch, dass es erstmal für dich nicht in Betracht kommen würde, dass du in eine Langzeittherapie gehst. Ja? Genau, und diese 2 Freundinnen haben das echt geschafft, dass ich mich auf diese Scheißtherapie freue. Dass ich in meinem Zelt gelegen habe und abends von meinem schönen neuen Leben, von der Therapie und meinem schönen neuen Leben geträumt habe, morgens aufgewacht bin und, oh Scheiße, ich habe angefangen zu heulen, ich bin immer noch im Zelt, ich will nicht mehr. Ja, klar, und das Gute ist, warum ich das alles auch geschafft habe, mit dem Heroin aufhören. Ich meine, gut, ich habe Substitut konsumiert, aber es ist trotzdem ein Erfolg, mit Heroin aufzuhören und mit Spritzen aufzuhören. Definitiv, ja. Auch wenn ich Substitute konsumiert habe, Das liegt einfach daran, ich habe wirklich keinen Bock mehr. Und ich habe mit der Unterstützung, die ich habe, und wenn das steht, dass ich in der letzten Woche was nebendran kriege, dann mache ich den Entzug zu 100%. Ich will das nicht mehr. Das glaube ich dir. Das müsste auch bestimmt eine Lehre gewesen sein. Ich habe kurz mal gedacht, ich sterbe. Ich habe auch den Fahrer kommen lassen, ja. Kurz bevor sie mich dann zur OP gefahren haben. Also ein Tag vorher war ich ja noch in einem anderen Krankenhaus, ja. Und da habe ich den Pfarrer mal kommen lassen, Und ich meine, ich bin ja gläubig, ne. Und dann mit dem gesprochen und, ja, gesagt, dass ich Angst habe natürlich. Da kann man auch mal sterben bei so einer OP. Hat er gesagt, ja, kann man. Aber die fahren ins Deutsche Herzzentrum, die machen die OPs da jeden Tag, die können das. Und die OPs konnten sie wirklich, nur dann auf die Schwestern waren dann. Ein paar Schwestern waren auch richtig cool, aber einige waren halt echt, ja, diskriminierend, kann man nicht anders sagen. Hier hatte ich einmal Stress mit einem, weil der mir das in meine Spritze gibt und ich will das nicht, weil sonst mache ich es mir hier in mein ZVK hier. Ja, habe ich ihm gesagt, weil mich das triggert, ich bin intravenöser Konsument. So, und dann mit der Stationsleitung gesprochen, ich krieg's jetzt in meinem Becher und wir können wieder normal miteinander reden. Das ist der neueste Stand. Wir haben auch dieses Video hier gemacht, weil ich sehr viele Nachrichten bekommen habe, wie es dir geht, wo du dich gerade aufhältst, was du machst. Da ich weiß, schau mal, das Ganze wollten wir erstmal anonym halten und den Leuten nicht so viel preisgeben, weil ich da erstmal mit dir sprechen wollte. Das ist auch wichtig, dass du da deine Genehmigung gibst. Ich meine, ich gebe nicht Informationen preis über dein Privatleben, wenn du das nicht möchtest. Ja. So eine wichtige Sache. Deswegen machen wir hier das Video. Ich meine, du wolltest auch den Leuten draußen zeigen, wie es dir geht. Genau, ich wollte auch, ich hieß ja schon, ich wäre tot.
dass man sowas vorwegnimmt. Irgendwie. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber man sollte sich vorher erstmal informieren, bevor man solch eine Nachricht im Internet komplett verbreitet. Was bringt euch das zu sagen, der ist tot? Macht euch das cool oder so? Und vor allem, was passiert denn, wenn du jetzt unter das Video schreibst, der ist tot, und dann kommt jetzt dieses Video und man sieht, oh, der ist nicht tot. Wie cool bist du dann noch? Überleg doch mal halt so, ja? Dann schreib doch, wenn du das gehört hast, schreib doch drunter, ich habe gehört, Pille ist tot. Stimmt das? Das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, weißt du? Ja, Pille, hast du sonst noch ein paar Worte für die Leute draußen? Ey, ich bin so zuversichtlich. Ich bin hier in dem Krankenhaus so zufrieden. Ich denke echt, dass das was wird. Es wird doch Zeit, Pille. Es wird Zeit, ein neues Leben anzufangen. Es wird Zeit, das alte Leben zurückzulassen. Ich nehme mal an, es war dir auf jeden Fall eine Lehre, das Ganze jetzt mit der Herzklappe. Ich hoffe, ich werde nie wieder hören, dass Pille sich irgendwo auf der Straße... Sondern ich will in Zukunft hören, dass Pille clean ist, dass Pille ein neues Leben anfängt. Dauert noch ein bisschen, aber so in einem Dreivierteljahr. Wir treffen uns dann sowieso bestimmt nochmal in Real Life, weil es so clean ist. Das machen wir auf jeden Fall. So, Pille, so grundsätzlich, würdest du sagen, das Video, das wir gemacht haben, hat ein Stück weit auch irgendwo geholfen? Es war jetzt ja nicht so in der Vergangenheit bohren und wie hast du dich da gefühlt und da gefühlt. Du warst eher scheiße, aber so, das war echt gut, ja. Kann ich unterschreiben. Außerdem ist das mit dir sowieso immer angenehm. So, noch eine Message von mir draußen an die Leute. Ihr dürft einem Menschen niemals aufgeben. Auch wie das bei Pille war. Ihr müsst euch vorstellen, Pille ist aus Greifswald von der Entzugsklinik abgehauen, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ja. Und wir haben trotzdem nicht aufgegeben, an Pille weiter zu glauben. Wir haben die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben und wir waren trotzdem immer noch weiterhin in Kontakt mit Pille. Pille hatte leider kein Handy mehr, dadurch hatte ich leider keinen Kontakt mehr zu ihm, aber die beiden Damen, die Pille betreuen und ihm helfen, die haben weiterhin den Kontakt zu ihm gehalten. Und schaut mal, hätten wir nicht an Pille geglaubt, hätten wir Pille aufgegeben, dann wäre er heute nicht da, wo er ist. Dann wäre ich tot. Wir wissen nicht, wo Pille heute gewesen wäre. Deshalb, Leute, ihr wisst, ja? Deshalb, Leute, ihr wisst nie, wann ein Mensch bereit ist, sein Leben zu ändern. Bietet ihm immer die Hand an, dass er danach greifen kann. Und gibt die Menschen auf der Straße oder allgemein in eurem Familienkreis niemals auf. Definitiv. Pille, hast du noch vielleicht ein paar Wörter für die Jugendlichen draußen, für die jüngeren Leute? Wenn dir das Kiffen Spaß macht und dir die erste Nase Speed gefallen hat, genauso bin ich auf Opiate gerutscht. Besser bleiben lassen. Besser bleiben lassen, ja. Schaut mal, auch eine ganz, ganz wichtige Message für die Leute draußen, die denken, der Scheiß macht Spaß oder der Scheiß ist lustig. Schaut euch mal an, Pille hat ganz normal angefangen, so wie jeder andere draußen, aus Spaß. Oder wollte mal was vergessen. Und heute ist er im Krankenhaus, musste eine neue Herzklappe kriegen. Wer weiß, ob er das überlebt hätte. Ihr könnt nie wissen, wo es morgen endet. Deswegen nehmt das Ganze ernst, Leute. Seht das nicht als Spaß. Und lernt aus den Fehlern von anderen Menschen. Liebe Leute, ich konnte die ersten Tage nicht aufstehen oder mich auf die Seite drehen. Ich kann mich jetzt erst auf die Seite drehen. Ich musste auf Toilette, mussten die mir eine Schale drunter schieben und ich mir vom Pfleger den Hintern abwischen lassen. Das ist sehr erniedrigend. Und da können Drogen dich hinführen. Alles klar, Pille, dann beenden wir das Gespräch hier an der Stelle. Checkt das Ganze ab, Leute. Abonniert ja. Stimme der Straße, abonniert Pille auf Instagram, supportet diese Arbeit, lasst einen Kommentar da. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Pille, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für dich immer. Danke dir, mein Lieber. Pass auf dich auf, wir bleiben in Kontakt und alles, alles Gute für dich, ja? Mach's gut, wir sehen uns. Ciao.